Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Episode von Let's Play Mass Effect. Cerberus hat die Citadel angegriffen und wir müssen ihre miesen Ärsche jetzt wieder von der Station schmeißen. Aber vorher müssen wir den salarianischen Ratsherrn retten, der eventuell, wir wissen es nicht mit Sicherheit, aber wir vermuten, dass er sich im Büro des Executors verschanzt hat. Drückt uns die Daumen. Bis jetzt ist auch immer noch völlig unklar, wie Cerberus überhaupt die Sicherheitssysteme der Citadel umgehen konnte. Vermutlich hatten sie Hilfe von innen. Nur wer? Das ging schnell. Nur wer würde eine Organisation wie Cerberus unterstützen? Wir räumen hier mächtig auf. Vielleicht hätten die sich doch nicht mit Shepard anlegen sollen. Ja, wir hatten übrigens auch wieder ein Level-Up, den habe ich gerade eben zwischen den Folgen gemacht. Bis du gelandet bist, bist du tot, Junge. Du auch, komm. Die brauchen viel zu lange zum Laden. Truppen in der Lobby. Sie hatten sich verschanzt. Ich kann mit den Kameras alles sehen. Sie sind überall auf der Station. Nicht gut. Nee, aber gegen einen Gegner wie Shepard und sein Team kann man sich nicht so viel Zeit lassen, um in Position zu gehen. Ja, das ist von vornherein zum Scheitern verurteilt. Verschlüsselte Notfallmeldung von Commander Bailey an alle Officers. Cerberus-Angriff im Gang. Alle Mann auf Posten. Aber das ist... Also... Wenn wir uns vorher noch nicht im Krieg befunden haben, ist das hier ja wohl eine offizielle Kriegserklärung von Cerberus an den Citadel-Sektor. Kannst mir nicht erzählen, dass das hier irgendwas anderes ist. Okay, die Tür müssten wir umgehen, aber hier lag doch noch irgendwas. Hier. Eintrittswunden am Hinterkopf. Sieht mehr nach Überraschung aus als nach Hinrichtung. Wir haben hier skrupellose Verräter. Genau wie auf dem Mars. Cerberus steht auf Schläferagenten. Ob wir auch wieder mit so einem Assassinenbot kämpfen müssen? Vielleicht hätte ich Edi mitbringen sollen. Ich weiß es nicht. Also Garrus war klar. Wenn es um die Citadel geht, ist Garrus mit dabei. Der hat ja schließlich mal gearbeitet. Wie hätte es anders sein sollen? Tschüss, Mann. So, wow, da sind noch mehr. Tschüss, Mann. Oh, da ist wieder ein, ein Kampftechniker. Na komm, Hinternköpfchen. Hey, du kannst doch nicht einfach durch die Gegend laufen. Wie soll ich denn da zielen? Put, 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 put. Hat aber Glück gehabt. Diese Mantis, die wir hier benutzen, die erinnert mich total an das Black Widow-Gewehr, was wir mal im Einsatz hatten. So, jetzt aber. Jetzt ist hier aber mal Ruhe. Papa hat gesprochen. Da wäre eine Tür. Hier ist Munition. Für Leute, die brauchen Munition, weil nicht können einteilen Vorräte. Richtig.
So wie ich. Jetzt ist die Frage, geht es da hinten weiter oder hier vorne durch die Tür, ne? Es geht da hinten weiter. Dann machen wir mal hier die Tür auf. Ach, Badezimmer. Und natürlich steht hier einfach mal ein Sturmgewehr rum. Cerberus, Sie haben ihn nicht mal raus in den Gang geschleppt. Nee, warum auch? Cerberus-Agenten sind ja allesamt indoktriniert. Aber nicht von den Reapern, sondern vom Unbekannten, der ja die Reaper-Technologie inzwischen für sich selbst nutzt. Achtung, in Volus-Anzügen herrscht hoher Druck. Ja. In meiner Hose auch manchmal, da gibt es auch keine Warnschilder für. Hier gibt's keine Störung beim Fahrstuhl, ich glaube, ich spinne. Tür deaktiviert. Schalterleuchtung erforderlich. Sogar Türen haben eigene VIs. Das ist, die Technisierung dieses Universums hier, dieser Kultur, ist echt krass. Das ist eine Waffenmodstation. Nö. Brauche ich gerade nicht. Scheint ja keiner drin zu sein, ne? Kannst du mal rüberklettern? Ah, ich glaube, ich habe schon mal erwähnt, dass ich das furchtbar finde, dass das alles auf der gleichen Taste ist. Gibt es da drin Überlebende? Bisher nicht. Verdammt, suchen Sie weiter. Was macht eigentlich Thane gerade? Kriegen wir vielleicht mal ein Status-Update von Thane? Ich mache mir Sorgen um Thane. Ich mochte Thane. Nicht so sehr, wie einige andere Fans Thane mochten. Aber der war in Ordnung. Ich habe hier meine Kräfte verteilt. Adrenalinstoß. Hier die Verstärkung. Da mache ich. Ich glaube, das habe ich verwechselt. Da muss ich nochmal gucken, dass ich da vielleicht eine andere Kraft hinsetze. Das ist. Dann nutze ich sowieso nicht. Richfield! Lamont! Sind Sie am Leben? Sie verraten unsere Position. Wenn Schüsse Ihre Aufmerksamkeit nicht erregen, gelingt mir das auch nicht. Oh Mann. Zugang verweigert. Alle tot. Sie sind alle tot. Cerberus wird für das bezahlen, was Sie heute hier getan haben. Aber erst nachdem ich die Waffenkammer geplündert habe. Looten, looten. Ist nur was für die Guten. Diese Bastarde. Die Türsteuerung. Aber anscheinend nicht diese hier. Wahrscheinlich die Tür da hinten. Oh, Kontodetails. Ja, keinerlei Hemmungen, ne? Vielleicht soll ich einfach beim Scharfschützengewehr bleiben, weil die sind immer so schön positioniert hier. Schaltet sie aus. Der hat gerade eine Granate geworfen, ne? Aber das macht meinen überlegenen Schutzschilden nichts aus. Von daher ist mir das relativ egal. Das Gute ist auch, dass wir zwei Scharfschützen im Team haben. Im Moment, Garrus hat ja auch ein Scharfschützengewehr. Wir müssten jetzt ganz in der Nähe sein. Ja, da vorne ist eine Treppe. Die führt direkt zum Büro des Executors. Hoffentlich kommen wir nicht zu spät. Ganz ehrlich, ich habe ein ganz schlechtes Gefühl bei der Sache.
Ah, da oben, okay. Dann gucken wir doch erstmal hier rein. Gruppen von C, Sicherheit in den Kommunikationstürmen. Können wir da vielleicht irgendwie helfen? Wow, 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 wow. Ich dachte, ich spinne. Ich dachte, da oben sind vielleicht welche. Süß, das mit der Granate. Das ist eine süße Idee, echt. Oh. Das ist echt eine Sache, die unglaublich nervt, dass die immer durch mein Schussfeld rennen müssen. Gerade wenn ich mit dem Scharfschützengewehr zielen will. Als ob sie wüssten, dass es in diesem Spieluniversum so etwas wie Friendly Fire nicht gibt. Al-Jilani. Können wir vielleicht irgendwie helfen? Da ist eine Treppe nach unten. Aber wir müssen ja da hoch. Da ist die Treppe, die ins Büro führt. Wieso stehen hier eigentlich überall Waffenmods in der Gegend rum? Ich meine, von einer Gameplay-Perspektive aus kann ich es ja verstehen, aber so rein vom Story-technischen her macht es absolut keinen Sinn. Das müsst ihr doch auch zugeben, oder? Schon irgendwie komisch. So, jetzt bin ich mal gespannt, was uns hier erwartet. Bailey, den Executor und zwei salarianische Leibwächter hat's wohl erwischt. Also gut, weitersuchen. Wenn Sie die Leiche des Ratsherrn nicht finden, schreiben Sie ihn nicht gleich ab. Hab ihn gefunden. Anscheinend unverletzt. Bring Sie ihn in Sicherheit. Was zur... Denken Sie nicht mal dran. Shepard, er wird uns alle töten. Das bleibt abzuwarten. Udina plant einen Putsch. Die Ratsmitglieder sind in seiner Hand und sollen Cerberus übergeben werden. Udina. 3 gegen 1. Es ist vorbei. Nein, jetzt macht's erst richtig Spaß. Hey! Warum habt ihr das nicht früher gemacht? Wie schlimm ist das? Ich habe noch Zeit. Schnappen Sie ihn. Shepard, was geht da oben vor? Thane braucht schnellstens medizinische Hilfe und ich muss mich um einen Attentäter kümmern. Der ist vermutlich hinter dem Rest des Rats her. Machen Sie publik, dass Udina die Macht an sich reißen will. Ich muss zu den Ratsherren.
Sie werden zu einem Shuttleplatz auf dem Präsidium gebracht. Fahren Sie. Ich werde versuchen, Sie zu erreichen. Ich habe die Position des Rats. Ich sende Sie an Ihren Wagen. Gute Arbeit, Bailey. Wir sind fast da. Ich glaube, da sollten wir vielleicht schnell raus. Shepard, laut meinen Anzeigen hat Ihr Wagen angehalten. Ach. Ich bin jetzt zu Fuß unterwegs. Konnten Sie den Rat erreichen? Negativ. Die Wachen sind tot. Aber wir empfangen noch Lebenszeichen von den Transpondern des Rats. Wohin sind Sie unterwegs? Zum Shuttleplatz über Shalma Plaza. Udina ist bei Ihnen. Wenn er sie in Reichweite des Attentäters bringt, ist alles vorbei. Bin unterwegs. Dann soll... Boah, was hat er gerade Boom gemacht? Dann sollten wir uns vielleicht beeilen. Diese verdammten... Wow. Mistkerle schießen auf Zivilisten. Ah, ein neuer Cerberus-Feind. Nee, nicht der da. Da. Cerberus-Phantome. Die Biotika unseres Feindes. Weimar rollst du dich weg, wa? Hast du gemerkt, dass man auch auf dich schießen kann, ja? Ist ja eine schöne Sache. Seien Sie immer an der Spitze mit unseren Sportartikeln zum Kurvengleiten. Unsere Experten montieren Produkte Sportartikel. Skaten, Radfahren, Laufen oder Segelfliegen. Aber nichts einzusammeln hier. Nicht mal ein paar Credits oder so. Schade. Ist das das Präsidiumsunterhaus, wo wir hier gerade sind? Oder zumindest ein Teil davon? Zwar nicht der Teil... In dem wir uns sonst immer aufhalten, aber es sieht irgendwie, es erinnert mich so ein bisschen daran. Ui! Scharfschützen. Okay, das kann ich auch, Jungs. Ich bin schneller. Weil ich mein Gewehr nicht mehr aufladen muss. Ich kann einfach schießen. Da keiner mehr? Den anderen schon? Nein, hat der nicht. Der kauert nur ganz da hinten in Deckung. So. Und jetzt ist hier wieder Ruhe. Habe ich mich klar ausgedrückt? Ich möchte noch in das Geschäft rein. Ich will shoppen. Ein Geschäft der Hanar. Leute, das ist ein Geschäft der Hanar. Da hinten überall Cerberus-Jäger. Könnten auch turianische Jäger sein. Vielleicht auch beides. Ich weiß nicht, ob Cerberus das Design von den Turianern geklaut hat, eventuell. Möglich ist das auf jeden Fall. Hm. Jetzt alles dicht. Schade eigentlich. Ein bisschen schade. Wir wollen einfach nicht stillhalten. Dann sorgen wir dafür, dass sie stillhalten.
Oh. Nein. Das machst du nicht. Wäre es nicht die Aufgabe dieses Sturmschützen gewesen, uns abzulenken? Hätte nur bedingt geklappt, ne? So, komm, ein weiteres Scharfschützenduell. Ich bin bereit. Au. Meiner... Oh, ja, ja. Mein Schuss war besser. Es sind schon ein paar böse Kopftreffer hier. Ja, der Typ, mit dem Thane gekämpft hat, das muss auch ein Cerberus-Phantom gewesen sein. Die kämpfen zumindest sehr ähnlich. Vielleicht sowas wie der Anführer. Sie haben sie hinter sich verriegelt. Aber warum? Damit wir... Ui. Der war sehr dicht. Damit wir außen rum müssen? Da sehe ich jetzt nicht so das Problem mit. Kostet nur ein bisschen Zeit. Aber wir müssen Udina aufhalten, bevor er den Rat in den Untergang stürzt. Echt nicht der passende Zeitpunkt für sowas, während eine ausgewachsene Reaper-Invasion tobt. Was denkt sich dieser Trottel? Und wie komme ich jetzt... Achso. Da hinten geht's weiter. Und da drüben ist es ruhig. Viel zu ruhig. Issa! Ich bin... am Schalmer Plaza. Wo ist der Rat? In einem Fahrstuhl. Sie versuchen zum Shuttle-Dock zu kommen. Jemand folgt ihnen. Jemand mit einem Schwert? Na toll. Ich schieße einfach mal rein, weil der Atlas wird da schon drin sein. Da kommt er. Keine Ahnung, wie schwer der angeschlagen ist. Nicht schwer genug auf jeden Fall. Kannst du da mal eine Antigraf-Granate hinschmeißen, bitte? So, und tschüss, Mann! Wisst ihr noch, als das mal richtige Bedrohungen für uns waren? Ja, nee, ich auch nicht. Tschüss. Ja, Garrus macht's genauso wie ich. So soll das laufen. Während der Kater hier zu meinen Füßen gerade versucht, mir den Controller aus der Hand zu reißen. Frechdachs ist das. Richtiger Frechdachs. Aber ich würde sagen, das ist ein gutes Zeichen dafür, dass ich vielleicht an dieser Stelle eine Pause machen sollte. Das war Mass Effect für heute. Danke fürs Zusehen. In der nächsten Folge versuchen wir, Udina und den mysteriösen Attentäter zu stellen. Bis dann. Cerberus Phantom. Phantome sind schnelle Cerberus-Agenten mit einer großen Bandbreite von offensiven und defensiven Fähigkeiten, darunter besonderen Spezialisierungen für Ausweichmanöver und Beschuss aus der Deckung heraus. Die Allianz hat zwar keine genaueren Informationen über ihre Implantate, aber es ist bekannt, dass Phantome eine individuelle Barriere für den verbesserten Selbstschutz errichten können. Durch monomolekulare Klingen und biotische Schilde sind Phantome auch im Nahkampf einsetzbar. Außerdem können sie sich kurzzeitig tarnen, um sich von Verwundungen zu erholen. Aufgrund dieser Fähigkeit empfiehlt die Allianz, sich immer persönlich vom Tod eines Phantoms zu überzeugen.